Ich finde es einfach immer wieder unglaublich, fast, also wirklich nicht nachvollziehbar, wie sowas konstruiert werden konnte, wenn man sich vorstellt, dass damals ja eben noch nicht die Möglichkeit gegeben hat, dass man irgendwas ausrechnet. Es gibt noch keine Ingenieure, die das ausrechnen müssen. Es ist alles Arbeit, die man nach Learning by Doing macht. Zimmerleute im Mittelalter bereiten ihre einzelnen Teile, die sie für die Konstruktion brauchen, unten am Rathausplatz vor. Man richtet die einzelnen Teile des Dachstuhls her. Jetzt muss man natürlich irgendwie wissen, was gehört jetzt hier herum, wohin. Und deshalb werden diese einzelnen Balken dann mit sogenannten Verbundzeichen ausgezeichnet. Und in dem Fall haben wir hier 5 Stück. Das heißt also, man weiß ganz genau, es muss hier reinkommen. Und das ist hier eben großartig durchgeführt worden. Und vor allen Dingen, dass man in der Zeit mit den Mitteln, die man hat, auch diese Hölzer so wunderbar bearbeiten kann. Dass das alles passgenau ineinander sitzt. Nur ganz selten führt der Kunsthistoriker Bruno Feldmann Besucher hier hinauf. Ja, normalerweise war es ja ursprünglich mal ein Tanzhaus. Das heißt, also, es war die Stadthalle von Regensburg, wenn da große Feste gefeiert worden sind. Dann hat man hier in diesem 16 mal 22 Meter großen Saal, der sich da unter diesem Dachstuhl befindet, hat man getanzt. Die Anfangszeit war schwierig. Da hat man die Decke mit Säulen stützen müssen. Also war das immer ein Problem zum Tanzen, weil man immer aufpassen hat müssen, dass man nicht gegen die nächste Säule rammt. Und dann kommt eben im 15. Jahrhundert plötzlich die Situation, das war so nach den Aueraufständen, dass sich plötzlich immer wieder große Herrschaften in der Stadt aufgehalten haben. Und da wollte man natürlich jetzt endlich einmal einen repräsentativen Raum haben, wo man auch wirklich schön tanzen kann, wo man auch keine Probleme hat, wo man auch vorzeigen kann. Und das war der Auslöser dafür, dass man hier eine Erneuerung gemacht hat. Die Baumeister vom Dom waren es, die den Dachstuhl so bauten, dass er das Gewicht der Decke alleine tragen konnte. Dieser stehende Stuhl hat die Aufgabe, die Dachhaut nach außen zu drücken, also das Gewicht des Dachs zu halten. Und dieses Hängewerk, Sie sehen, das nimmt da den Unter- und Überzug, also das ist der Mittelbalken von der Decke, nimmt der auf, zieht jetzt über diese Streben, die jetzt sich schräg nach außen verdrehen, nimmt er das Gewicht nach oben und drückt es auf die Außenmauern, überträgt es auf die Außenmauern. Dieses Hängewerk ermöglicht, dass man die gesamte Decke am Dachstuhl aufhängt. Und damit haben wir einen stützenlosen Raum. Also das ist eigentlich das, was mich immer wieder aufs Neue fasziniert an diesem Dachstuhl. Und er ist einfach grandios.